Ja. Wann oder warum kommt es dazu, dass ich mich von meinem absoluten Sein getrennt fühle? Ja, weil das ist nun mal die Art und Weise, wie du, sonst könntest du dich nicht verwirklichen. Du könntest die Zweiheit nicht erleben, wenn du dich nicht, wenn du mich scheinbar vergisst, was du bist. Warum sitze ich dann hier, um das zu tun? Ja, ich erinnere mich einfach nur, dass du beim Erfahren von Zweiheit nicht zwei bist. Dass es nichts macht. Ich erinnere dich eigentlich nur. Ein Reminder. Es macht nichts. Ob du dich jetzt als eins, zwei oder Mehrheit oder gar nicht fühlst, deine Natur ist, was sie ist. Und du kannst ja nicht entkommen, dass du dich halt verwirklichst in Zweiheit. Dass du als Erfahrener getrennt bist von dem, was du erfährst. Das ist das Natürlichste. Das ist der Traum, dass es die Realität hat, dass der Erfahrene in der Natur getrennt ist von dem, was er erfährt, dass das die Illusion ist. Mehr nicht. Weil die Natur, das Wesen dessen, der erfährt, und das Wesen dessen, was erfahren wird, nicht zwei sind. Mehr nicht. Und egal wie du dich erfährst, dass es dich nicht vermehrt, vermindert und auch deiner Natur keine Konsequenz hat für das, was du bist. Egal wie. Ich kann dich nur erinnern. Ich kann dich da nichts machen. Ich kann es dir nicht übermitteln. Ich kann es dir nichts bringen damit. Ich kann dich nur daran erinnern, dass bei deinem Geborenwerden keiner geboren ist und dass deine Natur schon vor dem Geborensein ist, war, jetzt ist und sein wird. Und dem, was du bist, damit nichts passiert. Aber dass du es auch heute nicht verhindern kannst, diese Erfahrung jetzt zu machen. Du kannst dich nicht vermeiden. Du kannst dich nicht vermeiden. Und dies ist nun mal den Traum, den du träumst. Ob es jetzt Traum ist oder Wirklichkeit, spielt keine Rolle. Wenn das jetzt die Wirklichkeit wäre, kriegst du nicht weg. Wenn es Traum ist, Illusion, musst du es nicht weg. In beiden Fällen kannst du einfach genießen. In beiden Fällen kannst du nichts tun. Wenn das hier Realität ist, kriegst du nicht weg. Wenn es nicht real ist, brauchst du es nicht. Du kannst also immer entspannt sein. Du kannst in beiden Fällen, entweder brauchst nichts getan zu werden oder es kann nichts getan werden. Das ist dann in der Mitte verweilen, in dem, ja, was. Das ist zu sein, dass du nicht sein kannst. Nämlich das, was du bist. Also, sei, was sei. Sei wahr. Ich folge jetzt meinen Lehrern und trinke mehr. Also die Frage, warum habe ich das jetzt vergessen, ist es. Du wirst dich immer wieder vergessen. Weil was, wo du dich daran erinnern kannst, ist, kannst du gleich vergessen. Weil das, was du hast, hast kein Inneres und kein Äußeres. Und erinnern und veräußern sind was? Die Art und Weise, wie du dich lebst oder wie du dich erfährst. Im Veräußern erfährst du dich, im Verinnerlichen erfährst du dich. Aber deine Natur hat kein Inneres und kein Äußeres. Und doch erfährst du dich in meinem traumhaften Veräußeren und in einem traumhaften Inneren. Und im Traum ist alles möglich. Und das Wachwerden, ich glaube, jeder ist schon tausendmal wach geworden, dass nichts passiert. Also die sogenannten Erwachten schlafen genauso weiter wie vorher. Oder vielleicht neben es dann was bringen, weil die nehmen dir irgendwas, was du nicht haben willst. Also du musst dich für nichts schämen. Sind alle so. Du bist nicht allein in deiner Schamlosigkeit. Scham hält Schweig. Ja. Ich würde gerne noch mal fragen, du hast mir erzählt, ich gehört im Interview mit den luziden Träumen, deine Erfahrung. Klar, Träumen. Du hast ja irgendwie luzide Träume mit dem Tod oder so, ne? Nur, du wirst gewahr, dass du träumst und dann?
Ja, dann passiert Sachen. Wie jetzt? Du bist gewahr, dass du träumst und dann im Traum tust du etwas, was du normalerweise scheinbar ist, was du willst. Aber scheinbar nur. Und dann möglicherweise gibt es dann die Erfahrung, dass da irgendwas stirbt. Dass es so energetisch wird, dass du dich auflöst. Wer stirbt? Der Körper stirbt, die ganzen Sinne. Das hat, wie Ramana dann sich hinlegt und die Todeserfahrung machen will und dann immer weiter und alles stirbt, erst der Körper, dann der Geist, dann das Gewahrsein und alles geht, und aber obwohl alles gegangen ist, gehst du nicht. Du bist ohne, was immer du erfahren kannst, bist du. Der Geist stirbt auch. Alles stirbt. Alles, was sterben kann und das, was übrig bleibt, ist, kannst du leben nennen, kannst du... Und das Erinnerung, das ist immer... Nee. Nichts mehr, ne? Da gibt es keine Geschichte, keine Erinnerung. Kein. Da ist auch noch das Nichts geht auch. Ist auch kein Nichts. Ist es weder noch. Das ist eine vollkommene Abwesenheit, eine Anwesenheit. Und doch bist du. Wie passt dann die Wiedergeburt da rein? Da ist keine Wiedergeburt. Da gibt es nicht. Die hat sie gegeben. Nie gegeben. In einer gewissen Illusion gibt es die oder auch nicht? Welche Illusion? Illusion gibt's das, das Konzept gibt es. Konzept? Ja, das Konzept von Wiedergeburt. Und die Idee vom Geborensein gibt es immer noch, aber die ist irrelevant. Die muss auch nicht gehen. Um zu sein, was du bist, muss nichts gehen. Dieser ganze Wahnsinn kann, ob der jetzt weitergeht oder nicht, ist für deine Natur irrelevant. Und der geht eh weiter. Und wenn du nicht das durchschaust, dann ist es ein anderer, der auch du bist, der dann wieder drauf reinfällt. Man denkt immer, du bist das, was auch immer. Nein, du bist ja auch alles, was immer. Und das Selbst ist hier und da, da fällt es noch drauf rein und hier nicht. Was ist denn das? Ist das Selbst dann hier besser als da? Da ist es noch verliebt in den Körper und identifiziert dieses weniger Selbst als das Selbst hier? Das ist doch die Frage. Oder nehme ich es wieder zu persönlich, weil ich mich nicht mehr identifiziere, bin ich besser dran als er? Ist das Selbst dann hier ein besseres Selbst als das Selbst da, was noch verliebt in deinem Körper ist und identifiziert ist? Oder ist das Selbst genauso absolut da im Identifiziertsein wie hier im Nicht-Identifiziertsein? Ja. Fragen. Und wenn einer wach wird und alle anderen schlafen, dann hat das überhaupt eine Bedeutung. Ja, das ist totale Irrelevanz von deiner eigenen Erfahrung, Realisation, Erkenntnis, Erleuchtung, Erwachen. Das ist alles Irrelevantes. Ja. Vollkommen irrelevant. Wenn du auch alles Mögliche erfahren hast, alles messen kannst und alles ist durchschaut und alles, was auch immer, dann ist immer noch das, was du bist, in einem dahin, fällt immer noch da rein, neben dir. Das Sein hier ist noch nicht verschieden vom Sein da. Und das interdependierte Sein da ist, dann das Nicht ist besser als das, was ist das jetzt? Alles diese Fragen, ist alles irrelevant. Also da kannst du nicht mit angeben hinterher. Ich habe jetzt erfahren, dass ich unsterblich bin, ich bin das Ungeborene und irgendetwas. Wer will es wissen? Wem willst du das erzählen? Nee, man will da nur mit angeben dann. Es ist dann wie bei Osho auf dem Grab. Nie geboren, nie gestorben. Nur, ich leave you my dream. Ich meine, ich mag ihn, wenn ich das Ganze wieder falsch verstehe. Wer ist denn da nicht geboren? Und wer ist denn jetzt hier geboren? Finde mal einen, der da nicht geboren ist. Und wer hat das jetzt erkannt und wer ist erwacht in das Ungeborensein? Wer hat das alles durchschaut? Und wer muss das durchschauen? Ja, muss ja gar ja, ich frage dich. Alles Fragen. Moment. Wenn ich es durchschaut habe und mein Gegenüber nicht, dann hat das Sein da es nicht durchschaut und hier hat es durchschaut, macht es das da einen Unterschied? Da ist ein Unterschied, aber macht es einen? Ja. Wer kann damit angeben?
Wo sind die Erleuchteten? Wenn es wirklich einen Erleuchteten gäbe, das wäre die Hölle. Dann gäbe es auch alle anderen Unerleuchteten. Wahnsinn. Wenn da ein Erleuchteter ist, der möchte, dass du leuchtest oder wach wirst und dann ständig an dir arbeitet, dass du wach wirst. Wach auf. Was ist denn das für einer? Wer für sich denkt, er wäre wach? Noch eine Illusion und noch eine Illusion. Ich bin jetzt wach und du schläfst noch. Oh. Das Beil, ja. Hört man selber. Du hast jetzt wenig Zeit. Ich bin nicht mehr lange da. Und wenn ich nicht mehr da bin, hast du gar keine Chance mehr. Das ist vorbei. Ja. Wenn ich weg bin, ich bin jetzt nur kurz da. Und wenn ich dann da weg bin, dann bist du da ganz allein und dann hast du gar keine Chance mehr. Nur in meiner Gegenwart. Möglicherweise hast du die Chance, deine wahre Natur zu erfahren. Darum haue ich immer auf diesen Mutschis ein, den ganzen Tag, weil ich ständig diesen Scheiß erzähle. Ist ja auch irreführend. Wow, diese Verführer, diese, wow, das sind Schneekschaben, nennt man die, diese Schlangenverführer. Zirkusakte. Guck mal, ich bin der Dings und du kannst es auch in meiner Gegenwart. Oh. Aber warum? Das schaut es einer und einer hat nicht, ne? Puh, ich habe keine Ahnung. Und ist das besser, keine Ahnung zu haben, als Ahnung zu haben? Ich will eine Frage. Manchmal habe ich Ahnung, manchmal habe ich keine Ahnung. Manchmal habe ich Ahnung, manchmal nicht. Wenn ich meinen Vater sehe, habe ich eine. Ahnung, warum ich so aussehe. Unfall. Dann weiß ich wieder Unfall. Ja. Vielleicht soll man anstrengen, wie wir wollen, ne? Oder? Oder auch nicht. Oder auch nicht. Mach doch. Bleib doch bei deinem Mann. Man geht immer handeln, so ein Handelsreisender mit seinen Gefühlen und mit seiner Beziehung. Man erzählt allen, wie es einem gerade geht, die Beziehung ist und was man gerade fühlt und so. Und denkt, irgendeiner möchte das wissen. Also wenn es irgendeinen interessiert, es interessiert sich doch niemand selbst. Dann erzählst du es deinen Ganzen, sie erzählt mir gerade von ihrem Ding, aber keiner will es wissen und niemand sehen. Wir tun so, als wenn man interessiert zuhören und, oh Gott, du erzählst schon wieder. Also, dann fühlt man sich hinter mir so ein Müllabladeplatz und muss wieder aufräumen. Und überlegt sich die Probleme, die auch nicht hat. Wie löse ich jetzt das Problem, was gar keinen interessiert? Dafür hat man Freunde. Oder geht es um Psychiater, muss man auch bezahlen dann dafür, dass er nicht zuhört. Weil er sitzt da und tut so, als wenn er mitschreibt und schreibt die Rechnung gerade. Freunde. Problemabladeplätze. Freunde hat man zum Umziehen. Wenn man umziehen muss oder wenn man trinken. Da braucht man keine Freunde für. Da muss man einfach hingehen, trinken, hat man nach einer Zeit lang bestimmt Freunde. Nach dem fünften Bier ist man, kennt man. Na gut. Ich muss mal wieder anfangen zu trinken, das hört sich gut an. Wenn ich nicht so viel Karten, wenn ich mein Körper nicht morgens dann so schlecht drauf wäre, würde ich nur noch so offen. Ja, der Kater. Wenn ich jetzt ein Bier trinke abends, habe ich so das Brett, kann der Körper nicht mehr ab. Scheiße.
Oder ich muss wieder ständig trinken, dann gewöhnt er sich wieder dran. Also es geht nicht nur ab und zu. Entweder oder. Trinken. Da bin ich ja nicht mehr Herr meiner Sinne, was ich tue. Darum trinkt man ja auch. Ne? Man tut so, als wenn man blau ist und dann kann man machen, was man will. Mache ich ja auch so. Also sind die Tendenzen eigentlich hauptsächlich konditioniert durch die Gene? Es ist zum Gen. Zum Gen? Ja, es ist zum Gen. Noch ein Problem. Durch die Gene, durch deine Ahnen, durch deine Ancestors, seit Adam und Eva, von da schon fängt der Scheiß an. Ja. Es kommt nicht von dir, alles von deiner Mutter und deiner Großmutter und Vater oder irgendwo. Nicht nur die Ohren. Auch die Tendenzen. Ist nichts von dir. Das hat nichts mit zu tun. Und dann ist nur die Resultate aus allem vorgegangen, was vorher war. Egal was war. Das produziert gerade in allem, dass du so bist, wie du bist. Nicht nur deine Gene. Alle Momente vorher, die da sind, immer noch, die produzieren gerade diesen Moment. Die Totalität von Sein, die Vergangenheit, die totale Vergangenheit produziert diesen totalen Moment, wie auch schon in der Zukunft schon alles vorhanden ist. Da gibt es keinen, der da irgendeine Chance hat, das zu verändern. Jedes Wort ist schon gesprochen. Darum ist es, ist nicht das Gefühl, dass ich diese Worte hier, das von irgendwo kommt, die sind schon da. Die sind vollkommen Unanstrengung. Wir kommen nicht aus irgendeinem Verstehen oder aus irgendeinem Nachdenken oder irgendeinem Fischen nach hinten, da habe ich schon mal irgendwas oder mit einem Teaching, das ich dann irgendwo im Hintergrund habe. Es kommt einfach wie ein, keiner weiß woher. Es ist, weil es schon da ist. Also was tut man? Man kann es ja sogar messen, wenn es vorher schon da ist, bevor derjenige es ausspricht. Ja, das ist schon längst gesprochen, bevor es pronunziert wird. Also, wo ist da der Handelnde? Wenn alles schon passiert ist. Eigentlich nur geschehen, aber es gibt keinen Handel. Es geschieht ja nichts. Ja. Man hat sich nie verbunden, muss man sich auch nicht scheiden lassen. Ja, du könntest niemals deine Augenbraue heben, ohne dass die Akzeptanz der Totalität von Sein, die dir das erlaubt. Oder die, dass es zu sein hat. Kein Wort kann gesprochen werden, ohne die Akzeptanz der Totalität. Das Leben lebt sich in jeder Nuance. Es gibt da keinen, der da irgendeine Bestimmung hat. Also, aber trotzdem, für was kannst du dich da schämen? Soll das Leben sich doch schämen? Aber trotzdem liebst und hast du dich. Was? Hast du nicht gesehen? Hast du dich? Nee, also komm nicht mit der Liebe auch der Hass. Ist doch Hass. Liebe ist Hass. Und Hass ist Liebe. Oder nicht? Sag mal, die Natur des Hasses ist auch Liebe, weil alles Liebe ist. Ist alles Liebe? Oder nicht? Nee, ohne Hass keine Liebe. Und ohne Liebe kein Hass? Ja. Also, ist nichts Verschiedenes, ne? Nee. Also, was macht's dann? Man hasst doch einfach. So einfach. Hassen ist einfacher als Leben. Machst du bequem.
hasse. Kommt ganz von allein. Ich hasse dich, du hast mich. Jetzt hassen wir uns. Können wir heiraten. Eine ehrliche Beziehung. Hast du nicht gesehen. Ja, du bist doch schon morgens, wenn du wach wirst, kannst ja nicht sagen, jetzt, ich freue mich darüber, dass ich wach geworden bin. Hurra, hurra, ich bin wieder da. Ne? Machst du das? Ja. Wer? Wer macht das? Ich frage mich manchmal. Manchmal. Aber nur, wenn du dich auf was freust, was am Tage noch passieren könnte. Nein, ohne Grund. Ohne Grund. Du bist das. Ja. Das ist die Ausnahme der Regel. Gern auch noch. Und was? Ich bin das gern, also ich frage mich. Ja? Immer? Nein, ich frage mich nicht immer. Ja, also. Aber wenn ich mich frage, dann frage ich mich. Ja, das kann ich jetzt wieder nachvollziehen. Was ist jetzt mehrheitlich? Keine Ahnung. Keine Ahnung haben. Am besten man hat keine Ahnung. Ich liebe einfach den unkonditionierten Hass. Ich hasse, hasse, hasse. Egal was. Auch das freut mich. Ich hasse auch, dass du dich freuen kannst. Boah, schock dich. Ganz natürlich. Es wird gerade nicht authentisch. Was? Es wird nicht authentisch. Ich weiß, ich hasse das einfach. Wenn es nur Hass gibt, weißt du gar nicht mehr, was das Liebe ist. Ja, dann gibt es auch keinen Hass mehr. Ja, dann gibt es auch keinen Hass mehr. Aber es muss unkonditioniert sein, habe ich gehört. Also ohne Gegenteil. Ja. Aber diese unkonditionierte Liebe, wenn du versuchst, das zu erreichen, bist du ständig, hasst du dich dafür, weil du es nicht schaffst. Aber dich zu hassen, ist ganz einfach. Geht schneller. Geht schneller. Ganz natürlich. Ich hasse mich einfach. Kann man sich dran gewöhnen. Weil man ist zu faul, sie zu lieben. Das ist anständig. Du bist anständig. Ja, ich hasse mich als anständig. Wer liebt denn überhaupt, eine Person zu sein, die getrennt ist von anderen Personen und wen da aufstehen zu müssen und überhaupt Verpflichtungen zu haben? Das Ganze kann mir keiner erzählen, dass das einer überhaupt lieben könnte. Wer kann so viel... Schämt euch, wenn mir das erzählen kann, dann soll sich wirklich schämen. Weil mehr Lügen geht nicht. Oder was? Kann mir keiner erzählen, dass er liebt, ein getrenntes Wesen zu sein und dann durch Einsamkeit in der Welt so rumzureiten und nur weil er sich einsam fühlt, mit anderen Freunden braucht und ständig in Beziehungen leben muss und ständig bedingt ist an Umstände und atmen muss und essen muss und scheißen muss und muss. Deshalb wollen wir es ja auch abschaffen. Ja, ich sage nur, kann mir keiner erzählen, dass da unkonditionierte Liebe stattfindet. Ist nicht. Was? Ja. Aber wie wirst du das los? Ja. Das ist die Krux. Also du musst im Hassen genauso sein, hast du dann doch. Aber du kriegst es nicht weg. Fertig. Und wenn es nur das eine gibt, dann ist auch jedes Geschehen das Geschehen des einen. So. Da gibt es kein separiertes. Es gibt die Erfahrung von Separation, aber es separiert nicht. Die Erfahrung gibt es schon, aber sie separiert nichts. Also es gibt die Erfahrung von Getrenntheit, aber es ist nichts getrennt damit. Von daher... Ja, es gibt es als Erfahrung, aber was soll man machen? Karl, wie ist das? Ich nehme jetzt wieder die Kinder her. Weil die lieben es zum Beispiel schon, zum Beispiel mit ihren Genitalien, mit ihren Fäkalien rumzuspielen.
wenn sie noch also ohne Konditionierung dazu. Wenn du ihnen nicht erzählst, dass es das Scheiße ist. Genau, ja. Dann lieben die das. Ja, werdet wie die Kinder. Bevor ihr zieht, zieht euch alle aus und spielt mit euren Gitarren. Ich meine, also, wir sollen jetzt nicht übertreiben. Das wäre dann doch schon. Ja, aber vielleicht ist dann doch irgendwo Bahn oder irgendwo trotzdem noch so ein Moment oder irgendwie so eine hohe Freude oder so ist, ohne dass da. Ja. Nein, die sind doch, die spüren doch, ein Baby schreit schon, wenn die Brust nicht kriegt, wenn ein Kind das nicht kriegt, was es will, das ist total am Rummachen und ist total frustriert und aggressiv und so, komm her, es gibt keine Station des Lebens, wo ein Mensch da ist, was... Ja, aber vielleicht passiert das auch aus Freude. Vielleicht. Ja, man kann alles vielleicht sagen. Ja, vielleicht ist ja... Vielleicht ist schwer und schwer ist vielleicht. Nee, ist genau. Wie gesagt, die einzige, wenn überhaupt himmlische, das wäre die Abwesenheit von Anwesenheit, die dann der Himmel wäre. Der Himmel. Also die Abwesenheit von irgendeiner Körperhaftigkeit, irgendeiner Erfahrung, von irgendeinem, was erfahren werden könnte, diese totale Abwesenheit im Tiefschlaf. Da hat sich noch nie einer beschwert. Da ist Abwesenheit und das ist eigentlich, keiner weiß, ob das gut oder schlecht ist und das ist scheinbar nicht so schlecht. Eben, wenn ein Baby schreit, klar, dann hat es schon irgendwie... Ist schon Bauchkrampf. Ein unangenehmes, ja. Da ist vielleicht eine Kolik da oder da ist was oder das. Ein Bewerten ist irgendwie... Nicht bewerten, ganz natürlich, das bist auch du. Wenn du etwas nicht haben willst und du kriegst es nicht, dann schreist du dann immer oder beschwerst dich anders. Du bist dann anders am Schreien. Eigentlich ist die Abwesenheit das Einzige, was dich interessiert. Du sitzt hier auch nur, also du möchtest erleuchtet erwachen, damit du eine ständige Abwesenheit erfährst. Du möchtest eigentlich ständig abwesend sein. Weil du weißt, das ist nicht so schlecht. Du weißt nicht, was da ist oder ob das überhaupt ist, aber das ist wirklich nicht so schlecht. Weil da ist keiner da, der sich beschweren könnte über irgendetwas. Ja, es ist manchmal so schizophren. Einerseits ist es manchmal nur ganz nett, Erfahrungen und ja eben, sonst wäre es ja langweilig. Aber andererseits kommt dann auch so, ja, Totschuss. Genau. Ja, himmlisch und tödlich. Zu Tode betrübt und Himmel hoch jauzen. Zu Tode betrübt, Himmel hoch jauzen. Auf und nieder, immer wieder. Das ist so unterschiedlich, wie anderen mehr ranlaufen. Die sagen, das ist alles Liebe und du musst das alles lieben und so weiter. Ja, ich muss ja mal einen Kontrapunkt setzen. Ihr müsst eins fassen. Das sind dann Silent Retreats, das ist dein Schweigegeld, was du zahlen musst. Oder darf nur er was sagen, der da vorne sitzt und die anderen nicht oder sowas. Ne? Wie geht das, Silent Retreat? Genau. So. Einer redet und die anderen. Wie hier. Man muss wie hier. Einfach Mund halten. Einfach aufstrecken und warten, bis man drankommt. Das ist ein Silent Retreat? Nee. Darum hasse ich ihn auch im Tiro, den Mochi. Silent Retreat und einem Kaffee durfte keiner was sagen. Nur weil die im Silent Retreat waren. Echt? Ja, echt. Dein Hitler. Ich hasse Sekten. Ich finde immer wieder Gründe, warum ich ihn nicht mag. Ich darf mir recht andenken. Als im Winter ist er in jeden Laden, in jedes Restaurant gegangen und hat Fotos gemacht mit den Mitarbeitern
Und ein paar Tage später sind seine Mitarbeiter gekommen, haben die Fotos gegeben, die sie darauf stellen durften. Wahnsinn. Usha hat dann so ein 1 Meter mal 2 Meter großes Mutschi da hängen. Kann sich nicht wehren. Ja, Merchandising, also so richtig Werbeveranstaltungen. Ich packe überall mich hin, damit jeder denkt, ich bin was Großes. Und er umarmt jeder und macht ein Selfie mit denen und dann kommt es auf Facebook und dann hat er so viele Freunde weltweit. Da muss ja was sein. So viel Blessing. Das war vor Corona. Das hat dazu geführt. Das wollen wir nicht mehr sehen.